Wir spielen Kapitel 11 in der Redditrobe, aufgehalten in Ruinen. Die Kette der Fehlinterpretationen riss nicht ab. Die Zauberer suchten die kämpferische Auseinandersetzung mit dem Tod selbst. Der Tod, berechten Lichte betrachtet ein lieber Kerl, entschloss sich, den Zauberern zu helfen und teleportierte sie in die Galdierhöllberge, wo Fafnir seit Urzeiten hausen soll. Die Kälte war schneidend, fürchterlich, aber die Silhouette eines nahen Schlosses entzündete einen wärmenden Funken Hoffnung. Ja, ich muss euch gestehen, ich habe das jetzt schon zum 5. oder 6. Mal probiert, also wenn ihr diese Folge seht, hat's endlich geklappt. Ich muss jetzt auch gleich hier den Level neu starten, weil ich wahrscheinlich irgendwo in der Mitte spawn. Jawohl, hier machen wir einen Neustart, dass das alles ordentlich abläuft. Ja, so kann man Bäume auch fällen. Schon mal von Sozialkompetenz gehört? Ist es denn so schwer, den Mund aufzumachen und den Tod zu erklären, dass die Welt in Gefahr ist? Wie dem auch sei, anscheinend sind wir irgendwie in der Nähe unseres Bestimmungsorts gelandet. Fafnir lebt in den uralten Trollruinen da vorne. Da hat er sich ja einen wirklich schönen, kuscheligen Platz ausgesucht, der liebe Fafnir. Okay, das war jetzt so eine Art Yeti oder Schneetroll eben. Mit denen hatte ich am Anfang ziemlich meine Probleme, sind aber eigentlich gar nicht so schwer. Wenn man nur weiß, wie es geht. Also Eineisen ist immer noch eine der besten Methoden überhaupt. Deswegen habe ich dieses Schwert ja auch so ewig lang behalten. Und hier hinten ist noch ein Secret. Und zwar Unsichtbarkeit, habe ich hier erlernt. Ach, scheiße. Aua! Puh, ich wollte mich eigentlich unsichtbar machen. Ich mache mich hier mal unsichtbar. Wo bin ich? Auf dem Boden befindet sich ein Flammensymbol. Genau deswegen ruckelt ihr das Spiel ein wenig. Keine Ahnung, was das heißen soll. So. Ich brenne. Anders als mit so einem Selbstmordkommando kriegt man die Tür halt nicht auf. Und irgendwie geht's so auf wie bei einem Aufzug. Sehr nett gemacht. Und jetzt wird's richtig schwer. Ach nein, jetzt doch noch nicht. Habe ich mich noch getäuscht? Eat this. Ach, scheiße. Okay, also solche sollte man nicht machen, Schilder. Ich habe da nur gerade was ausprobiert. Puh. Okay, das war jetzt ein Kackversuch. Ich wollte ja nur ausprobieren, wie weit das hier funktioniert. So. Hinfort mit dir, du garstiges Vieh. Wie makaber. Oh ja, ein weiterer König des Waldes haben wir gefunden. Hilfe! Oh, schnell wegporten, weil die fressen einen auch auf. Ich habe keine Lust, dieses Level hier nochmal zu machen. Das war's auch schon fast. Jetzt soll ich mir hier aber ein Blitzschild wirken, denn dieses Augenmonster, dieser Augentyrann, schießt Blitze, wie man wahrscheinlich nicht sehen wird. Glück gehabt, dass der keine Attacke auf mich gestartet hat. Ich verwende zum ersten Mal Schilder, weil das einfach sehr ratsam ist. Dies ist heiliger Boden! Ihr werdet für euer Eindringen büßen! Scheiße, jetzt muss ich mir hier schnell ein Erdschild draufhauen. Was vielleicht nicht so ganz gut funktioniert. Denn dieser Zwergenmage hier ist ein ganz übler Bursche. Schaut mal, mit was der da rumzaubert.
mit Erde. Ich habe da jetzt ein Schild davor gemacht, dann standen da die Gegner rum und weil der in meine Richtung geschossen hat, hat er seine eigenen getötet. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich etwas langsamer bin. Okay, da kommen schon die ersten Zwerge. Wieder mal. Und die können sich teleportieren, wie man hier sieht. Deswegen mache ich die mal nass. Nass, aua. Scheiße. What? Bad taste. Ich habe einen Kackgeschmack, ich weiß. Scheiße. Die sind ganz übel. So. Hilfe. Alter. Ich möchte die eigentlich eineisen und dann zermalmen. Alter, du Hurensohn. Ich will dich da nicht haben. Verstehst du das nicht? So. Die machen ordentlich Schaden. Oh! Wenn man sich nicht rechtzeitig wegportet. War jetzt mal hier Verwirrung. Ihr habt keine Ahnung, wen ihr angreift. Okay, greift einfach irgendwen an. Hauptsache nicht mich. Scheiße. So. Oh! Oh! Habt ihr das gesehen? Nein! Der hat mich einfach mal hier weggeschnetzelt. What the fuck? Oh! Oh, zum Glück habe ich nur einen von denen erwischt. Boah, also so lange habe ich mit den Kämpfen aber bisher nicht gebraucht. Da ist ja auch ein neuer Tag, eine neue Session. Ist man halt noch ein wenig eingerostet. Scheiße. Oh, der hat seinen eigenen erdolcht. Jetzt aber. So, sehr schön. Hilfe. Oh, scheiße. Boah. Nein. Bam. So. Okay, das hätte ich auch geschafft, aber das war's leider noch nicht. Leider war's das noch nicht. Oh. So, hier ist dieser Blitzschild sehr, sehr praktisch. Da drin hat es eine Markie, die ich jedoch nicht verwenden werde. Weil sie mir einfach nicht gefällt. Ist eine Elementarbeschwörung. Ich weiß, Elementare sind mächtig und pipapo. Aber, naja. Hat man eben nicht unbedingt nötig. Ich gehe da rein. Tschüss. Yetis. So. Hier ist endlich wieder ein Checkpoint gleich. Ein Augentyrann, ein Zwergenmagier und viele Zwergenkrieger. Das ist die gesamte Zwergenarmee. Normalsterbliche würden sich wohl verstecken. Ich bin aber eine Master-Zauberer. So, da drin hat es noch ein lustiges Gimmick, eine Prinzessinflut. Ja, erstmal hier. Und dann schnell hier suchen. Totenerweckung hier. QRDSR, genau. Scheiße! Oioioi. Ich porte mich mal weg. QRDSR. Scheiße. So. Die hätte ich auch jetzt noch hier Verwirrung raufhauen.
Scheiße, ich bin fast tot. Ach nee, doch nicht. Das war ich ja gar nicht. Oh oh. What the fuck? Ja, an diesem Kampf hier bin ich bisher jedes Mal gescheitert und nicht weitergekommen. Ist ja logisch, wenn man scheitert, dass man da nicht weiterkommt, ne? Aber diesmal will ich es doch versuchen. Mach erstmal Horden von Untoten. So. Okay. Hoi, hoi, hoi. Ich porte mich derweil bei Mac, derweil mal weg. Ich kann auch nicht mehr sprechen hier. Und ihr könnt euch währenddessen selber umbringen. Ach scheiße, das habe ich irgendwie nass gemacht. Nochmal schnell hier ein Blitzschild drauf. Scheiße, der wirkt was Fettes. Aber damit heilt er nur meine Untoten. Scheiße. Hey, cool, damit kann man ja frosten. Wie geil ist das denn? Scheiße. Nein! Ach, ich habe ja noch die Fee, wie gut. Scheiße. URDSR. Nochmal hier zwei. Oder sagen wir drei Horden. Dann Verwirrung. Sehr schön. Ich halte mich da derweil mal raus. Und boom, Schakalaka. Nein, kotz mich doch nicht voll. Nur weil du vergiftet bist. So, meine Untoten haben sich hier schon mal ans Werk gemacht. Und die da sind nicht tot. So. ASF. So, Verwirrung. Seid verwirrt. Hauet euch selber. Jetzt könnte ich bei diesem Zwergenmagier übel gut gebrauchen. So. Autsch. Nein. Nein. Heieiei, in letzter Zeit noch, in letzter Sekunde noch den Schild drauf gekriegt. Sehr schön. Das hätte ich geschafft. Oh oh. Ich weiß ja nicht, wann der nächste Blitzmagier hier kommt. Ach, die können sogar kotzen, während sie da eingefroren sind. Ist ja interessant. Ah, okay. Der Magier wäre weg, weil die sind immer die gefährlichsten. Vielleicht habe ich jetzt ja auch schon diese Stage sozusagen geschafft. Doch hinter dieser Türe ist kein Checkpoint. Sondern erwartet mich noch etwas viel Schlimmeres. QRDSR. So, vielen Dank, lieber kleine Untote, dass du dich da so als Zielscheibe hingestellt hast. Ich überlebe dabei mal. Yay! Noch besser. Alle weg!
Lasst mich alle weg. Bad Taste. Sehr schön. Das wäre auch geschafft.